In dieser Lektion stelle ich Ihnen das Werkzeug Mischpinsel vor. Das Werkzeug Mischpinsel dient dazu, kleinere Verformungen an Objekten vorzunehmen. Ich gehe jetzt hier auf Werkzeuge und wir haben hier das Werkzeug Mischpinsel. Ich klicke einmal da drauf und wir haben hier nur zwei Möglichkeiten der Einstellung. Das ist einmal die Pinselgröße, die über den Schieberegler, die Eingabe einer Ziffer und dieser Pfeile verändert werden kann. Und es ist natürlich wie meistens möglich, vordefinierte Größen auszuwählen. Wir sind hier jetzt auf einer Pinselgröße von 30. Das ist für das, was ich Ihnen zeigen möchte, zu hoch. Deswegen gehe ich hier jetzt nur auf 15 und dann passt das schon besser. Und die zweite Möglichkeit, die wir einstellen können, ist die Stärke. Maximal ist es 100 und minimal ist es 1. Ich gehe jetzt hier mal auf die Mitte, auf 50. Und dann können wir einmal hier oben diesen Teil der Haare unseres Avatars etwas vergrößern. Ich klicke auf die linke Maustaste und schiebe das etwas nach oben und schon hat die Dame eine ganz andere Frisur. Wie Sie sehen, gibt es auch hier keinerlei Möglichkeit, die Änderungen anzuwenden. Das heißt, jede Änderung, die Sie vornehmen, wirkt sich auch sofort auf das Bild auf der Arbeitsfläche aus. Aus diesem Grunde mache ich das hier jetzt nochmal rückgängig. Und ich stelle die Härte wieder auf 100 und dann gehe ich noch einmal auf die Frisur unserer Dame und verändere sie bei gedrückter linker Maustaste. Und jetzt mit einer Stärke von 100 sieht das schon wesentlich besser und natürlicher aus. Genauso habe ich die Möglichkeit, weitere Verformungen zu machen. Wenn wir uns hier einmal die Schuhe ansehen, und ich bleibe auch bei der Stärke von 100, denn ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Sie können selbstverständlich gerne auch mal mit anderen Stärken probieren. Ich ziehe jetzt den Schuh hier etwas nach vorne und schon geht der Fuß über den Bildrand hinaus. Und auch hier kann ich der Dame lange Füße verpassen und schon sieht das hier etwas anders aus. Das kann natürlich für bestimmte Funktionen eine Spaßarbeit sein. Es kann für andere Funktionen auch ein ganz seriöses Verändern des Bildes sein. Wir können zum Beispiel einmal hingehen und diesen Felsen hier vergrößern. Dafür zoome ich etwas stärker in das Bild hinein. Dann fahre ich hier mit der Maus und dem Pinsel auf den Felsen und ziehe ihn einfach mal etwas nach oben. Und wenn ich jetzt das Bild wieder einpasse, dann sehen wir, dass wir hier plötzlich einen wesentlich größeren Felsen haben als vorher, der auch eine andere Form hat. Über Vergleichen kann man natürlich jederzeit sehen, was verändert worden ist, allerdings nur den letzten Arbeitsschritt. Sie sehen, wenn ich hier unten auf Vergleichen klicke, sehe ich den ursprünglichen Felsen. Aber die ursprünglichen Schuhe und die ursprüngliche Frisur sehe ich nicht. Sobald Sie eine Veränderung mit dem Mischpinsel vorgenommen haben, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die vorher gemachten Änderungen. Denn, wie gesagt, es gibt keinen Button anwenden, sondern jede dieser Veränderungen wirkt sich sofort auf das Bild aus. Seien Sie daher also vorsichtig oder wenn etwas passiert ist, können Sie entweder auf rückgängig gehen, das heißt, Sie verändern die letzte Veränderung. Gucken Sie sich diesen Felsen bitte noch einmal an. Ich klicke auf rückgängig. Und wenn ich jetzt noch einmal auf rückgängig klicke, dann bekomme ich den linken Schuh zurück. Ich bekomme dann auch den rechten zurück. Und wenn ich jetzt noch einmal da drauf klicke, dann ist auch die Frisur wieder so wie vorher. Ich verändere die Frisur noch einmal.
Und Sie haben hier die, und ich ändere auch den Felsen, dann ist das alles besser verständlich. Wenn ich alles komplett auf einen Schlag zurückhaben möchte, um neu anzufangen, habe ich natürlich einmal die Möglichkeit, das Bild zu schließen und die Bestätigung, dass das Bild gespeichert werden soll, mit Nein beantworten. Und die zweite Möglichkeit ist dann halt, machen wir das nochmal, einmal auf den Mischpinsel. Hier ist er. Einmal die Frisur, einmal den Felsen. Und wenn ich jetzt hier unten auf Zurück klicke, dann komme ich unabhängig davon, wie viele Arbeitsschritte ich mit dem Mischpinsel bereits gemacht habe, immer zum Originalzustand zurück und kann von vorne mit der Bearbeitung beginnen. So, das sind die Möglichkeiten, die dieser Mischpinsel bietet. Damit liegen wir vergleichsweise in dem Bereich Filter, den es bei Photoshop gibt. Probieren Sie aus, ob das ein für Sie nützliches Werkzeug ist. Ich schließe den Mischpinsel wieder und in der nächsten Lektion sehen wir eines der interessantesten Werkzeuge, nämlich den Bereichsreparaturpinsel, der mir tatsächlich sehr gut gefällt. Bis gleich!